Was sagt dir dein Stimmungsring? Er sagt, ich kann euch blind vertrauen, denn ihr seid Kinder des Universums. Sind wir das nicht alle irgendwie? Nun, ich glaube, das war alles. Fühlt euch wie zu Hause. Gut. Das heißt, er hat uns nicht viel zu erzählen gehabt. Wir müssen jetzt den da benutzen. Das ist eine gute Idee. Aber ich sollte vielleicht warten, bis die Zelle aktiviert ist. Ja. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein! So, und jetzt fangen wir den Sturm ein. Und verschließen das Ganze. Wow! Die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Ist sie jetzt sauer? Weißt du, warum du auf dem Kopf stehst? Nein, aber summ ein paar Strophen und ich mache sie nach. Bring sie jetzt gleich um, Sam! Gibt es sonst noch etwas über die Schneekugeln zu wissen, die ihr mal verkauft habt? Wenn wir sie weiterhin verkauft hätten, wäre mein Lebensunterhalt flöten gegangen. Wir kommen zurück. Zurück, vor, unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Ja. So, unser letztes Teil. Es ist eine Schneekugel, gefüllt mit wirbelnden pseudomystischen Energien. Mhm. Damit haben wir das letzte Teil. So, das heißt, wir können zurück zu den Yetis. Und nach hinten zum Häuptling. Wir haben jetzt einen handlichen Wirbel, einen Zahn der Zeit, den Schutz heiligen in Gemüse. Und das Haarwuchsmittel. Also fangen wir mal an, das ihm zu geben. Ich denke, dass ich ein Totem-Fallrätsel gelöst habe. Lass mich mal sehen. Ein handlicher Wirbel. Gut nachgedacht. Mhm. Denken hat nichts damit zu tun. So, nächstes Rätsel.
Hey, Häuptling, ich glaube, ich habe eines dieser vertrackten Totenfallrätsel gelöst. Ein Original-Dinosaurierzahn. Ich dachte mir schon so etwas Ähnliches. Sagte er original? Ja, der war aus Plastik. Oh, das war wirklich ein echter Dinosaurierzahn. Ich glaube, wir haben ein Geheimnis dieser Totempfähle gelüftet. Das haut mich um. Eine Kombination aus Mensch und Natur. Nicht schlecht. Ist es jetzt eine Suppe? So, und das Letzte. Hey, Mr. Häuptling. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das einen der Totempfähle erklärt. Ja? Was ist es? Haarwuchsmittel. Sehr ergiebig. Wir klauen nun mal gerne Kopfkissen. Das sollte ausreichen, nicht wahr? Also wenn euer Kopfkissen weg ist, Max ist schuld. Da passiert nichts, Sam. Und was jetzt, Häuptling? Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr die richtigen Zutaten gesammelt habt, aber... Oh, natürlich, wie dumm von mir. Was? Damit der Zauber auch anständig funktioniert, brauchen wir ein lebendiges Yeti-Opfer. Es wäre wirklich traurig, einen dieser pelzigen Gefährten zu verlieren. Was denkst du? Halt, ich habe eine Idee und ich brauche dazu nichts Hochexplosives. Wartet hier! Während er weg ist, frage ich mich mal schlau, ob sich nicht einer der anderen Yetis für eine gute Sache hergeben möchte. Ja, wir hoffen einfach Convoy Bumpus. Also das war mal eine verdammt beeindruckende Bilderfolge. Und im höchsten Maße zerstörerisch. Auf Wiedersehen, Sam und Max. Ich bin nicht sicher, wie ich euch jemals danken soll. Ich glaube, ich tue es einfach nicht. Wirst du mit Trixie zurück in den Wald gehen und ein idyllisches, naturverbundenes Leben führen? Teufel, nein. Wir gehen nach Las Vegas und heiraten.
wenn es nicht von diesem verrückten Baumblödsinn zerstört wurde. Ihr wolltet diesen Baumblödsinn doch. Wir wollen uns irgendwo niederlassen, wo wir uns unauffällig unter die Leute mischen können, unser Leben leben, vielleicht eine kleine Familie gründen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du beklopptes, primitives Biest, du. Mal der jetzt. Ihr Jungs könnt stolz auf das sein, was ihr heute hier für uns getan habt. Du meinst die vollständige Zerstörung der modernen Zivilisation in den westlichen Vereinigten Staaten? Da kannst du drauf wetten. Haben wir jetzt was gewonnen? Also, ach, warum nicht? Dieses Medaillon ist schon seit unzähligen Generationen im Besitz meiner Familie. Tragt es in guter Erinnerung. Danke, Häuptling. Max liebt billigen Tinef. Ja, es ist aus Schokolade. Schokolade umhüllt mit einem Hauch von Alufolie. Ist was, Sam? Ich glaube, der Zauberer hat nichts mehr für mich in seinen Taschen. Nun, ich könnte dir meine Perücke für rituelle Anlässe mitgeben, die ich letzte Woche bei Snackis gekauft habe. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich besitze schon einen Hut. Ja, der ist besser. Nun, das ist auch in Ordnung. Macht's gut, Sam und Max. Merkt euch, möge die Nacht auch dunkel sein, der Morgen wird kommen und euch belästigen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, so einfach geht das. Ich werde den alten Gauner vermissen. Ich werde vor allen Dingen seinen Geruch nach gammligen Hamsterinnereien vermissen. Erinnerte mich an Opa. Diese Ausführung wollten wir wohl nicht so genau wissen. Hey, er hat vergessen zu bezahlen. Keine Sorge, kleiner Freund. Ich habe an alles gedacht. Ich hoffe, du bist glücklich. Wenn diese Idioten versuchen sollten, den Fall zu lösen, werden wir Bruno wahrscheinlich nie wiedersehen. Hey, beruhige dich, Burl. Hey, da sind sie wieder. Habt ihr Bruno gefunden? Na klar. Bruno, wie können wir das je wieder gut machen? Der strahlende Glanz eurer Gesichter ist uns genug. Das und ein fetter Scheck. Wären 3000 Karten für Käsekästchen-Turniere in Ordnung? Massenhaft. Lass uns gehen, Max. Weißt du, Max, ich muss immerzu daran denken, dass wir uns am zerbrechlichen inneren Mechanismus des Raumschiffs Erde vergangen haben. Sam, wenn ein paar hundert Jahre Zivilisation ausgelöscht werden müssen, nur um ein paar stinkenden, menschenähnlichen Kreaturen ihren ekelerregenden Lebensstandard zu sichern, warum nicht? Und es wurde ja nur die amerikanische Westküste ausgelöscht. Du baust mich auf, kleiner Freund. Hatte Bruno schon immer vier Arme? Ja, während die Credits laufen, können wir auf Zeug ballern. Also ja, das war ein schnelles kleines Let's Play von mir. Mit 15 Folgen sind es jetzt, glaube ich, genau gewesen. Also mit den drei, die jetzt kommen. Also die ihr jetzt gerade gesehen habt.
Und ja. Da ist übrigens R2-D2. Und die Benutzenfigur aus Sam und Max. Day of Tentacle. Die anderen Figuren erkenne ich jetzt leider gerade nicht wieder, muss ich zugeben. Wobei das hier aussieht wie Charlie Brown. Aber ja, ich schweife ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Let's Play des Wahnsinns, auf jeden Fall. Lassen wir Sam auch mal wieder, Max auch mal wieder ein bisschen schießen. Ja, es ist ein beklopptes Spiel. Wie gesagt, nicht lang, wenn man weiß, wie es geht. Also ich habe mich nur an einer Stelle ja ein bisschen schwer getan, die ich vergessen hatte, wie sie funktioniert hat. Alles andere konnte ich noch... Ah, genau, auswendig. Ja, Sam & Max ist halt einfach nichts mehr für die heutige Welt, muss man sagen. Also die Gags sind sehr grenzwertig, der Humor sehr schwarz. Es wird sogar geschumpfen. Und geflucht. Und ist brutal teilweise. Und hat trotzdem einen ziemlich niedrigen FSK gehabt. Ja, Gewalt verpackt wie zwei putzige Kerlchen. Ich hoffe aber, dass ihr trotzdem Spaß hattet beim Zusehen. Ja. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, bei es nochmal zu spielen. Musste mich zurückhalten, dass ich mich nicht halber totlache wieder teilweise. Weil wie bei Day of the Tentacle sind die Gags einfach bekloppt. Also eigentlich ist das Spiel noch bekloppter als Day of the Tentacle. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Du kannst jetzt aufhören. Ja. Also die Credits sind abgelaufen. Wir können auch übrigens den Credit-Text zerschießen. Das habe ich total vergessen. Es ist vorbei. Nein. Ja, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also verabschieden wir uns jetzt. Ja. Okay, wir haben gelogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr bei meinen anderen Projekten weiterhin mit dabei seid, bei den neuen und aktuellen. Ja. Wenn wir auf F5 drücken, dann gibt's Pause, weil wenn ich jetzt auf Ende drücke, dann sind wir raus. Deswegen wünsche ich euch noch ein fröhliches Hi-Ho. Danke fürs Zuschauen nochmal und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi-ho und tschüss.